Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder. Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 28. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder mit einem ganz interessanten Studiogast bei mir hier im Studio: Elfe Hofer, Psychotherapeutin, Logopädin, Leiterin vom Institut für Existenzanalyse in Tirol. Und wir haben wieder ein ganz interessantes Thema gewählt. Heute die heutige Zeit und Sinn. Aber bevor wir jetzt genau auf den Studiogast eingehen, Elfe, das Anfangslied, was wir gerade gespielt haben, wie hat denn das geheißen, bitte? Das ist vom Toni Stricker. Uh, vielleicht sollte ich erst ja Grüß Gott sagen. Zu ah, den ja, das Zuhörern. wäre vielleicht gar nicht einmal <laughs> schlecht, genau. <laughs> ja, also, liebe Zuhörer, ich freue mich hier im Studio zu sein und begrüße Sie alle recht herzlich und hoffe, dass wir ein paar interessante Gedanken mitteilen können, vielleicht anregen können in dem Gespräch. Uh, da geht es um den Toni Stricker, Herbstlicht. Und da war so mein Gedanke dazu, uh, im Herbst ist viel gewesen. Man hat das Aufkeimende früher erlebt, der pralle Sommer und im Herbst das Licht, was so zeigt und hinweist darauf, was gewesen ist. Und man braucht Muse, das auch wahrzunehmen, zuzulassen. Und das wird nachher noch im äh, Text, im Thema eine Rolle spielen. Wie setzt man eine Grenze? Wie nimmt man sich Zeit, zuzulassen, was so da ist? Meine Damen und Herren, Sie wissen es ja, die Musik können Sie nur jetzt in der Live-Sendung hören, eben entweder am Donnerstag von 20 bis 21 Uhr oder dann den zweiten Montag von 10 bis 11 Uhr. Wenn Sie die Sendung nachhören, entweder unter YouTube, iTunes oder CBA-Datenbank, dann leider geschnitten ohne Musik. Sie wissen, aufgrund von Copyright-Problematiken ist es nicht möglich, die Musik mit auszustrahlen. Ja, wie Sie es schon gewohnt sind aus den vergangenen Sendungen am Anfang, dass Sie sich ein bisschen ein Bild machen können vom heutigen Studiogast. Auch wieder der existenzielle Steckbrief. Ein traditionell angefangen, haben wenn Sie es schon mal gehört haben, aber trotzdem, der Name wäre noch einmal bitte. Elfe Hofer. Geboren? In ihr am 25. August 1954. Mhm. Elfe, was fällt dir denn ein zu aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich in Süddeutschland bei meiner Oma. Die Mutter war schon auch da, aber eben arbeitstätig. Und das war das erste Jahrzehnt. Das zweite Jahrzehnt bin ich in Schweden aufgewachsen, Stockholmer Gegend. Und das dritte und weitere Jahrzehnte bin ich dann in Tirol gewesen. Aha, okay. Also wirklich so diese, so wie du sagst, Drei Jahrzehnte und drei unterschiedliche Kulturen, drei unterschiedliche Länder, kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Ich habe schon gedacht, das vierte Jahrzehnt, jetzt muss ich Tirol verlassen, okay. um im Rhythmus zu bleiben. Aber ich habe das dann aufgegeben. Okay. War mal ein Gedanke. Elfe, was verbindest du mit deiner Kindheit? Da verbinde ich eben schon Vielfalt, äh, unterschiedliche Kulturen. Durch das, dass ich dann eben auch nach Schweden gegangen bin. Ah, geboren bin ich, das habe ich nicht gesagt wo, aber ist in Gießen, bei Frankfurt, in Hessen, also wieder ganz andere Menschen. Und insofern hat mich so die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt von Denken und ähm, sein Leben gestalten da schon ganz früh erreicht und da fasziniert. Mhm. Vielfalt im Denken und Leben gestalten. Ja. Spannend. Elfe, und nach der Kindheit, wie ist denn dann weitergegangen? Ja, also nach dem zweiten Jahrzehnt, da habe ich eben oben in der, an der Deutschen Schule in Stockholm die Matura gemacht und bin ich dann nach Tirol gekommen und habe dort dann die Berufsausbildung begonnen und studiert. Was bei dir ja ganz interessant ist, du bist ja eine direkte Schülerin eigentlich von Viktor Frankl. Genau, ich bin eine direkte Schülerin von Frankl. Ich habe ihn selber im Unterricht erlebt. Bevor wir dann näher eingehen auf auf das heutige Thema und dann vielleicht auch nochmal deine Erfahrungen mit dem Thema Existenzanalyse und Logotherapie. Elfe, was machst denn du gern? Ich bin gern in der Natur, ich tue mich gern bewegen, höre ich auch gern Musik ja, und setze mich sehr gern eben mit Menschen auseinander, wo es wiederum darum geht, wie sie denken und wie sie leben. Und ja, es also ist eigentlich privat wie beruflich begleiten wir diese Interessen. Ja, schön, dass du in beiden Bereichen da einen Platz haben. Hilfe, mhm. das Thema heute, stück sagt ja, wir könnten es ja die heutige Zeit und Sinn nennen. Wieso die heutige Zeit? Ja, was mir da bewegt ist, dass der Mensch heute von so vielen Seiten, von so vielen Möglichkeiten, von so vielen Angeboten Einerseits sehr reich beschenkt ist, aber andererseits auch sehr gestresst und überfordert ist. Und ja. daher haben wir uns ja auch vom Institut her und von der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, die ja für ganz Österreich äh, da ist, äh, Gedanken gemacht, welches Herbstsymposium passen könnte. Und da sind wir ja zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, der Überforderung und der Maßlosigkeit entgegenhalten. Und somit heißt jetzt unser Herbstsymposium Mir reicht's. Das war ja mit oder sagen wir mal der hauptsächliche Grund, mal, warum du heute da in der Sendung bist, weil dieses Herbstsymposium ja auch örtlich sehr nah stattfindet. Das findet ja in Hall statt. Findet statt am, am 3. und 4. Oktober dieses Jahr im Kurhaus und Parkhotel in Tirol. Ja. Äh, in Hall in Tirol. Und deswegen was uns ja auch wichtig, ist, dass ich mir gedacht habe, wenn jetzt so zeitnah dieses Selbstsymposium zu so einem äh, aktuellen Thema stattfindet, dann wäre es ja auch gut in Vorbereitung auf dieses Herbstsymposium. Wieso unter Anführungszeichen eine Sondersendung zu machen, wo wir uns diesem Thema im Vorfeld widmen. Mhm. Mir reicht's der Untertitel der Maßlosigkeit und Überforderung entgegentreten. Jetzt war es ja so aus, aus Diskussionen da im Vorfeld, dass es das ja gar nicht einmal so leicht war, zum einen diesen Titel zu finden und zum anderen diesen Untertitel zu finden. Warum ist denn sowas so schwierig? Ja, es geht ja darum, wenn ich äh, so etwas ankündige, ganz viele Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Gedanken lesen ja die Information. Und wie kann es mir gelingen, mit Begriffen, mit äh, Wörtern, äh, die nur möglichst jetzt einmal, unbelastet sind, so, dass möglichst viele Menschen äh, das auch wahrnehmen und verstehen können, was sie gern rüberbringen möchte. Das ist eigentlich so, dies, dies, ein, um, wo wir gerungen haben. Und deiner Meinung nach, in diesen Titel passt dieser Titel? Bringt das auf den Punkt? Ich finde es sehr schön, weil mir reicht es, ähm, lässt die Leute in ganz viele Richtungen denken. Und man spürt, es geht um eine Art Grenze, wo immer sie sein wird, wann immer sie sein wird, aber es geht um eine Begrenzung. Mhm. Und das wollten wir ja auch erreichen. Ja, um eine Begrenzung. Das heißt, irgendwo gibt es einen Stopp, bis dahin aber nicht weiter. Ja, also uns geht es ja darum auch, dass es möglich äh, oder wie kann es möglich werden, dass die Person äh, es schaffen kann, eine authentische Begrenzung, eine Abgrenzung, dass für die Person dieser authentische Raum gewahrt bleiben kann. Wie hat sie Platz? Und mhm. da werden ja auch einige Leute was dazu sagen. Jetzt wäre es mir natürlich auch wichtig, so für die für die Hörerinnen und Hörer der Sendung, aber wenn ich immer mal wieder in den vergangenen Sendungen ein bisschen ausgeholt habe und was theoretisches, sage ich mal, über die Existenzanalyse, über die Logotherapie einbracht habe. Trotzdem vielleicht da nochmal als Basis, bevor wir noch genauer auf dieses Kongressthema und diesen Realitätsbezug, diesen heutigen Bezug eingehen können, du hast Viktor Frankl kennt. Vielleicht ganz, ganz persönlich, was war denn dein Bezug zur Existenzanalyse? Wieso Existenzanalyse und für was steht Existenzanalyse und Logotherapie für die? du so diese Person ja so ganz stark nochmal so beschreibst, oder? Und ich denke mir, du bist so als Person da, ich bin so da. Also um was geht es dir ganz persönlich? Hm. Also ich bin damals 1984 noch nach Hitzing gefahren in Wien, um dort zu lernen. Bei eben Viktor Frankl und Alfred Längle, der auch sein Schüler dazu mal war oder auch sein Assistent. Und was mich so fasziniert hat an der Logotherapie, die äh, Suche nach dem persönlichen Sinn. Also es geht jetzt nicht, wie es oft in der Philosophie äh, angesprochen wird, um den großen Lebenssinn, sondern wirklich um diesen persönlichen Sinn, hier, jetzt. Ja, warum sitze ich hier und bin auch im Studio? Welchen Sinn macht das für mich? Und, ähm, da hat mich so fasziniert in der Logotherapie, dass es nicht die Bedingungen sind, die uns äh, ausmachen oder bestimmen, sondern wie ich mich dazu stelle, zu diesen vorgegebenen Bedingungen. Nicht alle Bedingungen kann ich verändern, manche kann ich verändern. Aber gerade dann, wenn ich es nicht verändern kann, ist meine Freiheit ja die, wie ich mich zu diesen gegebenen Bedingungen stelle. Und das hat mich sehr fasziniert. Das hat ja Frankl in allen Variationen ausgearbeitet, sodass eine, Grundhaltung, eine Veränderung der Grundhaltung passiert, vom Fordern, ja, das Leben soll mir das bieten, es soll mir jenes geben und das möchte ich auch noch haben, hin zu dem, welche Antwort gebe ich auf dieses Leben hier jetzt? Mein persönliches Leben und die Leute in meinem Umfeld. Also welche Antwort gebe ich? Es kommt zu einer Antworthaltung. Das hat mir eben auch sehr gut gefallen. Ich habe mir gedacht, es könnte ganz interessant sein, mal zwei kleine Anekdoten, von Viktor Frankl ausgesucht. Er hat nämlich dann noch ein Buch geschrieben, was nicht in meinen Büchern steht. Mhm. Trotzdem ist es ein Buch, also steht es <laughs> auch in seinen Büchern irgendwo, aber nicht in der ganzen Serie. Und da gibt es zwei kleine Anekdoten, wo, so, wo man so versteht, was das Spezielle an dieser Logotherapie ist, aber natürlich auch an Frankl, der sie ja, mit dem man sie verbinden muss. Mhm. Ja soll ich da vielleicht der Kostbube geben? Würde das passen? Ich glaube, das passt total gut an dieser Stelle, ja. Mhm. Ja, gerne. Dann würde mal eine äh, ganz nette, da ging's drum, äh, er hat immer gesagt, also er war nicht gerade der fescheste Mann. Und also ich dachte, na ja, wenn ich jetzt einem Mädchen imponieren möchte, muss ich mir da doch was anderes einfallen lassen. Also, wann immer ich einem Mädchen imponieren wollte, und auf mein bloßes Aussehen hin hätte ich es nicht können, nahm ich zu einem kleinen Trick Zuflucht. Nehmen wir an, ich lernte sie auf einem Ball kennen, dann schwärmte ich ihr vor von einem gewissen Frankel, dessen Kurs ich an der Volkshochschule so begeistert besuchen würde, und machte ihr vor, dass sie sich den unbedingt einmal anhören müsse. Sie möge doch einmal mit mir hingehen und so setzten wir uns eines Abends in den großen Festsaal des Gymnasiums in der Zirkusgasse, in dem der Frankl seinen Kurs zu halten pflegte, da er eine Zeit lang der meist besuchte war. Wohlweislich setzte ich mich ans Eck einer der vordersten Reihen, und jeder kann sich ausmalen, welchen Eindruck es auf das Mädchen machte, wenn ihr Begleiter sie plötzlich verließ und vom Publikum mit Applaus begrüßt, das Podium betrat. Okay, meine Damen und Herren, Sie hören ganz, ganz lebensnahe Anregungen kriegen Sie richtig hier in der Sendung. Genau, wie kann man das machen? Genau, Elfie, bevor wir dann so vielleicht nochmal genauer auf die Person Franklin gehen und auch, ich bin schon ganz gespannt auf die zweite Geschichte, die du uns ankündigt hast. An dieser Stelle vielleicht wieder ein Lied passen. Du hast ja eine breite Auswahl mitgenommen. Was könnte man denn da einspielen? Da würde jetzt vielleicht gerade das von äh, André Heller, das Du, 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 dieses in Beziehung gehen, zur Person, zum Leben. Das ist ja das, an der Stelle ist vielleicht auch sinnvoll, dass ich sage: äh, Alfred Lengler habe ich ja schon erwähnt als sein Assistent und äh, Weiterentwickler der Existenzanalyse. Er hat ja sehr schön herausgearbeitet, dass es den Menschen so stark ausmacht, dass er in Beziehung ist zu allem, zu Aufgaben, zu Personen. Und äh, das denke ich, kommt hier schön auch in diesem Lied äh, durch. Es geht um ich gehe zu dem Gegenüber in Beziehung. Und das denke ich, wäre jetzt recht schön. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören die heutige 28. Sendung der Sendereihe. Heute mit dem Studiogast Elfi Hofer, Psychotherapeutin, Logopädin, Leiterin von Institut für Existenzanalyse in Tirol. Heute zum Thema Die heutige Zeit und Sinn. Zwar gerade vor der letzten Musik so ganz eine nette Geschichte von Viktor Frankl aus seinem Buch, was nicht in meinen Büchern steht. Für alle diejenigen, die es nicht gehört haben, also es wäre wert, nachzuhören. Vor allen Dingen, wenn sie zum Beispiel als Mann eine Frau beeindrucken möchten oder ich glaube, es würde ja auch umgekehrt gehen. Könnte man sich ja genauso vorstellen. Elfe, wie hast du persönlich Frankl erlebt? Du hast gesagt, du bist extra hingefahren zu ihm, ja, dass du direkt die Ausbildung bei ihm machen kannst wie war er so als Mensch? Ja, da kann ich vielleicht dazu stellen, wie die Idee bekommen habe. Da war auch mein Mann sehr hilfreich, der hat eben auch schon von Viktor Frankl gehört gehabt, dann hat gemeint, ja, das könnte doch ganz gut passen. Dann habe ich eine Postkarte an ihn geschrieben, dass er mir vorstellen würde, eben bei ihm eine Ausbildung zu machen, ob das denn okay sei und ob, wie das denn gehen würde. Und äh, ich sei eben Logopädin und studiere Psychologie dann hat er mich prompt angerufen äh, ja er müsse jetzt doch klarstellen also es ist keine logopädische ausbildung <laughs> eben wegen logo dann ich gesagt, na, das weiß ich schon das hätten anscheinend viele leute verwechselt und ich weiß schon dass ich die logotherapie lernen möchte obwohl ich logopädin schon bin das war also ganz eine ganz nette Anekdote. Aber eben er hat sich ganz persönlich Zeit genommen, das zu klären, und hat dann eben angerufen, um das zu klären. Ja, schön. Also schön. er ist da so direkt und, und eben sehr persönlich, nimmt sich einer Sache an. Das war so der allererste Eindruck. Dann dort im Unterricht eben sehr bemüht äh, die, dieses Verständnis. Äh, die wertvollste Möglichkeit im Moment zu verwirklichen, so seine Grundhaltung, immer mhm. wieder. Und das, ja, war immer wieder sehr spürbar. Ja, also, das hat er nicht nur vorgetragen, sondern das hat er auch gelebt. Das oder? hat er auch gelebt, ja. Natürlich hat er auch andere Seiten gehabt, so wie, dass er sich gedacht hat, er kann eigentlich nur reden, wenn er vorher einen Löffel spitzwegerich Hustensaft nimmt. So. Okay. Das ist auch so eine nette Sache, also so ganz menschlich einfach. Mhm. Ne? Nicht nur äh, in dieser Großartigkeit, aber er war natürlich schon sehr selbst eingenommen auch. Also er hat sich schon sehr gut gefunden. Hm. Ja, ich kenne ihn ja leider nur mehr von Aufzeichnungen, sei es CDs, DVDs oder wie er immer. Und da kommt er schon sehr selbstsicher herüber. Er nimmt so, wenn er da ist, so diesen ganzen Raum ein. Ja. Mhm. Ja. Das kann man gut sagen, so, hm. ja. Ja. Okay. ja. Und wie er das macht, also dass er sehr selbstsicher ist. Aber doch, und das finde ich auch wieder schön, offen was anzunehmen, lernen zu wollen und auch was auszuprobieren. Da passt jetzt die nächste Anekdote ganz gut, die jetzt beruflichen Hintergrund hat. Also nicht ein Mädchen zu begeistern oder mhm. eine Freundin zu bekommen, ja. sondern eben beruflich. Also, er war ja am Steinhof im Selbstmörderinnenpavillon, da hat er ja gelernt und das war ja so sehr herausfordernde Aufgabe. Sein Chef, der Primarius Leopold Pavlicki, der Vater des bekannten Wiener Musikers, schärfte mir am ersten Tag ein. Ich dürfte den Raum, in dem sich die psychotischen Frauen meines Pavillons tagsüber aufhielten, nicht mit meiner Brille betreten. Ich könnte einen Schlag ins Gesicht bekommen und die Glassplitter der eventuell zerbrochenen Brille könnten buchstäblich ins Auge gehen ohne dass die Versicherung im Hinblick auf meine Unvorsichtigkeit darauf dafür aufkommen würde. Ich befolgte natürlich den Ratschlag meines Chefs, und da ich ohne Brille nicht genug sah, bekam ich gleich am ersten Tag einen Fausthieb. Vom nächsten Tag an behielt ich meine Brille auf, konnte daher sofort wahrnehmen, dass sich irgendeine Gestalt vom Hintergrund löste, sich einen Weg auf mich zubahnte, um mich zu attackieren und es dann aufgeben musste, weil ich inzwischen dank meiner Brille alles rechtzeitig wahrnehmend reiß ausgenommen hatte. <laughs> ja, das ist nochmal eine andere Seite, aber eben denke auch nochmal, wie denke ich selber nach, wie muss ich dann manches gut gemeint doch nochmal revidieren? Mhm. Also immer wieder im Moment das zu schöpfen, was jetzt das Wertvolle ist und ja. was passt. Wenn man das jetzt so ein bisschen so ummünzen, hinübertransportieren zum heutigen Thema. Gell? Die heutige Zeit und da auch dieser Kongress, der am 3. und 4. Oktober in Hall-In-Tirol stattfindet, zum Thema Mir reicht's der Maßlosigkeit und Überforderung entgegentreten. Da passt das ja auch ganz schön, glaube ich mal, oder? Mhm. Ja, da passt es auch gut. Denn er hat ja dann auch Stopp gesagt. Nein, ich kann nicht ohne Brille da drinnen sein. Ich ja, muss ja. das anders lösen. Ja. Ne? Und er hat Personalstopp gesagt. Also ja. so quasi die Vorgaben, was da Oberarzt oder was das war, der da, ja. äh, ihm gesagt hat, dann nochmal überprüft: Passt das für mich? Kann ich dem folgen? Stimmt ja. das? Oder muss ich eigentlich anders reagieren? Genau, und Versicherung hin oder her. Die hätte wahrscheinlich erst recht zahlen müssen ohne Brille. Okay. Vielleicht <laughs> aber halt zum Beinbruch statt Augen. Ja. Aber vielleicht ist es hier jetzt auch eine gute, ähm, eine gute Möglichkeit, ein guter Moment, zum Alfred Längle hinüberzuleiten, der es ja weiterentwickelt hat. Er hat vor allem die. Ähm, Existenzanalyse weiterentwickelt, wo es so drum geht, was bewegt den Menschen? Und wie kann ich zu einer personalen Entscheidung kommen, wo ja auch Gefühle eine große Rolle spielen? Die hat jetzt der Frankl nicht so beachtet. Und ich denke, man kann es auch gut verstehen durch viele Traumatisierungen während des, der Weltkriege. Er ist ja 1905 geboren. Der hat auch also den ersten Weltkrieg schon mitbekommen. Ne? Und äh, Alfred Lengler hat sich dann also der Gefühle angenommen und äh, so herausgearbeitet, was den Menschen bewegt und wie kann es gelingen, dass man zu einer inneren Zustimmung kommt. Und da haben wir ja auch wieder, um zu dem zu kommen, muss ich auch manches zulassen, aber auch manches draußen lassen. Ja? Und da sind wir auch so beim Tagungsthema, wie das gelingen kann zu einem »Mir reicht's, was die anderen von mir wollen, aber auch« was ich vielleicht an inneren Ansprüchen und Forderungen selber habe, die in dem Moment gar nicht äh, mir wirklich weiterbringen, mhm. die mir vielleicht nur wirklich stressen und im Endeffekt äh, irgendwann krank machen, so was wir ja alle schon gehört haben in Richtung Burnout. Also Alfred Längle geht es dann sehr darum in der Frage, was braucht's, um zu einer erfüllten Existenz zu kommen? Gerade der Mensch, der die Möglichkeit, aber auch die Qual der Freiheit hat, zu dem Stellung zu beziehen, will er ein selbsttreues Leben führen oder erleben, wo andere das sagen? Also ausschließlich, dass immer auch andere das sagen haben, ist ja gegeben. Aber wie nimmt er zu all dem äh, Stellung, in, welcher, in welche Verantwortung geht er da äh, zu seinem Leben, um sich und seinem Umfeld gerecht zu werden? Mhm. Also es geht hier nicht um einen Egoismus oder mh, Egomanie oder so, wie wir es heute auch kennen, was natürlich das Konsumverhalten aufzeigt, das meinen wir nicht, sondern wirklich dieses ganz personale was in Beziehung mit sich selber und mit dem Umfeld ist. Mhm. Und das heißt, wenn ich die richtig verstehe, das wäre dann so der hauptsächliche Unterschied. Oder wenn du sagst, so in diesem Egoismus, da wäre diese Beziehung nicht mehr da, die wird verloren gehen, oder? Mhm. Das heißt, ja. da bin nur mehr ich da, ich mit meinen Bedürfnissen, wie es den anderen geht, ist mir im Prinzip egal. Man müsste vielleicht sagen, nachhaltig gesehen bin auch ich mir verloren gegangen. Okay. Wenn ich nur so oberflächlich an Bedürfnissen, ob die mir dann gut tun auf Dauer und wer mich da beeinflusst oder manipuliert, dass das Bedürfnisse werden, zu dem nehme ich ja nicht Stellung. Mhm. Also ich könnte dann, sagen wir mal, äh, vielleicht äh, Zuckerlein essen ohne Ende oder irgendwelche anderen Waren ohne Ende und im Moment ist das toll, aber ich gehe nicht in Beziehung zu dem und nehme nicht Stellung zu dem, tut mir das über eine längere Zeit gesehen gut also ich mhm. gehe mir schon auch selber verloren ja. aber jetzt kritisch angemerkt mhm. geht es dann überhaupt in der heutigen Zeit wenn wir uns anschauen die ganze Wirtschaft ist auf Konsum ausgelegt, immer nur kürzerlebige Produkte immer nur mehr wecken kaum hat man ein Produkt ist dieses Produkt schon wieder alt und man ist doch wer, wenn man dieses neue Produkt kauft, das, was das und das und das wieder besser kann. kam hat man das, ist das wieder alt und man soll doch was anderes kaufen. Das heißt, ganz viel auf dieses Immer Neues, Immer mehr haben aufs Ausgelegt, was genau dem widerspricht, so wie du eigentlich sagst. Ja, da sind wir ja dann beim Grenzenlosen, denn das endet ja nie. Es könnte höchstens einmal an der Atemlosigkeit scheitern. Also, wir sind ja auch im Sport schon in den Millisekundenbereichen. Mhm. Es endet nie. Von dem her äh, müssen wir selber und mit unseren Mitmenschen in Gemeinschaft nachspüren, was bringt uns wirklich weiter und was tut uns wirklich gut. Es ist dann oft so die Suche auch nach dem Wesentlichen, dass es einem Menschen gut geht. Nicht, also, dass er, nicht dass er nur funktioniert. Wir haben ja ganz viele Errungenschaften. Über Technik, über Konsum, auch über Wirtschaft. Aber wir haben natürlich auch Grenzen überschritten und es geht nicht mehr um den Menschen. Es geht dann um Ausbeutung, es geht um Gewinne maximieren, egal ob Menschen leiden oder nicht. Das ist jetzt so zum Beispiel im Unterschied zu den 70er Jahren, wo es auch um Gewinne ging, aber es sollte auch den Menschen gut gehen. Und die gehen jetzt immer mehr in den Hintergrund. Mhm. Elfi, ich habe gesehen, du hättest ja da weiß nicht, wenn ich mir was wünschen könnte von deiner CD-Sammlung, was du mitgebracht hast. Irgendwie tipp mir da so ganz was ja, Besinnliches, Instrumentales fast ansprechen. Ich weiß nicht, ob, ob du jetzt sagst, weil wenn, wenn, du, wenn du redest von dem, das Wesentliche, so durchatmen, du würdest ein bisschen was was Verlangsamtes fast geben. Ja? Mhm. ja, da fallen mir jetzt zwei Möglichkeiten ein. Ich habe einmal den, die Wahlgesänge mitgebracht, die so wirklich. Könnte man, sagen, man könnte ein bisschen sagen, so dieses ganz tiefliegende äh, Urgesang vom Leben, könnte man vielleicht sagen, auf was die hinweisen. Oder ich habe eben, weil ich ja auch in Schweden gelebt habe, gefällt mir das auch sehr gut. Da gibt es also eine wunderbare Stimme mit vielen Gitarren und sie besingt so, wie Leben und Welt äh, schön sein können, wenn man so in, den Richt in die richtige Richtung schaut. Ja. Was wäre zu so das, was du jetzt an dieser Stelle gern hören möchtest? Ja, vielleicht würde man da so eine kleine Sequenz von den Wahlen mhm. anbieten. Okay. Gut. So kann jeder so ein bisschen hinspüren, was er da erlebt, wenn er diese äh, ganz tiefen, mh, ja, diesen tiefen Ausdruck, so auch in diesen tiefen Meeren von dem besonderen Tier und so. Mhm. Das glaube ich war sehr schön. Könnte jeder seinen Gedanken nachhängen. Ja, schön. Wenn äh, das Publikum das nachhören möchte, wie heißt denn genau die CD? Die Gesänge der Buckelwale von 2001. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung auf Freirad, 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck und auf anderen Frequenzen in ganz Tirol. Sie können die Sendung auch via Livestream auf der ganzen Welt hören unter www.freirat.at oder Sie können auch die einzelnen Beiträge nachhören. Dann gehen Sie einfach unter www.sinn-los.at. Die heutige 28. Sendung wieder zu einem ganz interessanten Thema, die heutige Zeit und Sinn. Elfe Hofer, Psychotherapeutin Logopädin, Leiterin von Institut für Existenzanalyse in Tirol, spricht unter anderem über das Herbstsymposium, das am 3. und 4. Oktober in, im Kurhaus und im Parkhotel in Hall stattfindet, mit einem ganz interessanten ja, Titel: Mir reicht's, der Maßlosigkeit und Überforderung entgegentreten. Was Sie jetzt gerade davor gehört haben, wenn Sie jetzt erst eingeschalten haben, das waren Wahlgesänge. Sie hören richtig Wahl, Wahl mit Doppel A geschrieben, nicht mit H geschrieben. Wahl, uns ist gegangen, ein bisschen was Kontemplatives zu bringen, was Besinnliches zu bringen. In dem Sinne, es ist vor dieser Musik um, um das Wesentliche gegangen. Ja. Und davor hat die Elfe nochmal ausgeholt, so in Richtung Viktor Frankl, Alfred Lengle, Veränderungen in der Existenzanalyse. Elfe, was hat dann nochmal so dieses Wesentliche mit unseren Gefühlen zu tun? Ja, die Gefühle machen uns im Wesen aus. Die Gedanken, die sich dazu stellen, äh, sind dann letztlich ähm, geformte ähm, Produkte von diesen Gefühlen, die die uns, ja, die in uns sind und kommen über die Gedanken dann zum Ausdruck. Also es kann kein Gedanke ohne ein Gefühl formuliert werden, kann man sagen. Ich habe dann gar nicht die Kraft oder denke, also wir brauchen immer äh, eine Motivation. Selbst wenn ich trockene Gedanken formuliere, gibt es darunter liegend ein Gefühl, was das motiviert. Aber vielleicht noch was, äh, ist so nett menschlich, falls jetzt jemand nachdenkt über seine Rechtschreibkunst. Wahl ist mit einem A. Aha, okay. So ist es halt. Stimmt. Das hat sich der Mensch so ausgedacht, wie man ja. rechtschreibt. Okay, okay. Aber er macht ja immer wieder neue Regeln. Also auch Wahl mit zwei A finde ich sehr sinnvoll. Wenn man wie? denkt an Saal, ne? Wahl. Sing's oder hören's, meine Damen und Herren. Irgendwie war es für mich ganz klar. Der Doppel okay. Ja. Vielleicht, so weil er so ein großes Weite, Tiefe, ja. Tier ist, genau. Mhm. Und, ja, ja, und auch die Weite. Ne? Ja. Ja. Finde ich ganz schön, was da zum Ausdruck kommt eben. Mhm. Ja, also äh, die Gefühle ähm, begleiten uns ja ständig, entstehen schon ganz früh, Stimmung, Atmosphäre, Erleben. Ne? Das Leben wird erlebt von uns. Und insofern kann man Leben nicht denken, sondern man kann es nur leben und erleben. Und das beginnt schon im Mutterleib. Also das ist so verwoben mit uns. Und deshalb hat ja dann auch der Alfred Lengel sich da genau damit auseinandergesetzt, auch die Grundmotivationen erarbeitet, was bewegt den Menschen, was macht ihn fähig, sein Leben in die Hand zu nehmen oder was behindert ihn auch manchmal leider. Und ähm, so zu dieser... Äh, inneren Stimmigkeit zu kommen, wo Gedanken, Gefühle, Wissen, Erleben alles zusammenpasst. Das ist so dann die innere Stimmigkeit und die innere Zustimmung, dass da etwas so ganz passend ist. Was vielleicht noch interessant ist bezüglich Gefühle, manchmal hört man ja, ja, die Gefühle, die muss man da mal wegtun, damit man klar sieht. Ähm, da finde ich auch schön, denn die Unterscheidung äh, Gefühle wie Angst, Traurigkeit als Hinweisschilder zu sehen, also nicht etwas, was mich total dominiert, aber als Hinweisschild führt mich hin zu dem, äh, was anzugehen ist, zu verstehen ist, zu verändern ist. Da geht es um etwas Wichtiges. Sonst käme das Gefühl nicht. Es kommt kein Gefühl grundlos. Da gilt's auch, den Mut zu haben, sich selber darin ernst zu nehmen. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die andere Gefühle, das könnte man so als Fährtenleser bezeichnen, die ähm, uns aufzeigen, dass wir auf einer passenden Spur sind. Auf einer passenden Spur zum Richtigen im Wesentlichen. Das sind dann so Gefühle. Ah, das geht gut, mach das mau okay. Da spüre ich Lebendigkeit, das wäre eher so dieser Bereich von Gefühlen. Wie kommt es dann dazu, dass es ja immer wieder Menschen gibt, die sagen: Ich fühle nichts, ich habe keine Gefühle? Ist das auch so, sagen wir mal, hat das was mit unserer Zeit zu tun, auch mit dieser Schnelllebigkeit, mit diesem unter Anführungszeichen Stress in der Arbeit? Oder mit was hat sowas zu tun? Das ist sicher richtig, dass es auch mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, wo, äh, wenn Funktionieren oberstes Gebot ist, Leistung erbringen oberstes Gebot ist, dann sind ja genau genommen Gefühle sehr lästig. Die würden das vielleicht herbremsen, schwierig machen, Kritik zutage fördern oder so. Und insofern ist natürlich ein Mensch, der die Gefühle versucht zu unterdrücken, unten hält und das kann man ja recht gut trainieren, da gibt es sicher einige Zuhörer, die das bestätigen, ähm, sind dann sehr praktische, also funktionierende Menschen. Mhm. Ja, vor allem für einen Arbeitgeber zum Beispiel auch. Ja. Oder manchmal in Familien auch. Und wieso dann, Elfe, ist dieses, wenn du sagst, okay, praktisch, der Mensch funktioniert, aber hat ja so ein bisschen die so dieses Negative, diesen Beigeschmack, oder? Dass dieses Funktionieren dann irgendwie ein funktionieren auf Zeit dann nicht. Das heißt, irgendwas geht ja richtig verlustig dann. Ja, es wird oft Druck gemacht, Tempo gemacht auf Zeit. Ja, und äh, da geht dann schon was verloren. Wobei ich schon sagen möchte, ich will jetzt nicht das Funktionieren ausschließen. Wir brauchen es, es gehört dazu. Aber es ist nicht entweder oder, also entweder funktionieren oder Gefühle haben, sondern das Gute ist eben, dass der Mensch Stellung beziehen kann und er kann immer den Schwerpunkt auf funktionieren legen, er kann einmal den Schwerpunkt auf seine Gefühlswelt legen, um da auch äh, wieder sich zu erkennen und später auch entscheiden zu können, wo er wieder bereit sein möchte zu funktionieren. Mhm. Das heißt, da geht es auch wieder, so wie du zuerst formuliert hast, um diese personale Stellungnahme. Ganz right? genau. Ja, Stehe dahinter zu dem, was ich jetzt tue, was ich nicht tue, ob ich jetzt funktioniere oder ob ich jetzt mir Zeit nehme, meine Gefühle näher anzuschauen. Wo bringe mir äh, die auf eine Spur, ja, bei diesen fährten Lesergefühlen zum Beispiel, mhm. dass ich das selber in dieser Situation dann entscheiden kann. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Elfe, wir haben nicht mehr lang so die Sendung. Neigt sich schon langsam zum Ende. Gibt es was, wo du sagst, das wäre noch was, das möchtest du unbedingt hier in der Sendung auch den Hörerinnen und Hörern noch mitteilen? Das wäre noch ganz was Wesentliches. Ja, ähm, also einmal hoffe ich, dass es den Zuhörern so ähnlich geht wie mir, dass man spürt, wie spannend hier die Themen sind, das Leben ist und dass man nur lange darüber reden und, und leben könnten. Das würde immer wünschen, dass das gelungen ist, dass die Zuhörer da so ein bisschen dieses Spannende vom Lebendigsein und vom Leben ein bisschen da äh, ja, mehr in Kontakt wiederkommen konnten. Und dann natürlich, ja, das Wesentliche ist so schwierig, weil man es ja nicht sehen kann, man kann es nicht angreifen. Und trotzdem spüren wir in uns zu unserem Wesen passendes. Und das möchte ich gern den äh, Zuhörern mitgeben, dass sie den Mut haben, ihrem Wesen gemäß ihr Leben zu gestalten. Das ist ja dann das Wesentliche. Mhm. Also ihrem Wesen gemäß das Leben zu gestalten. Ja. Also ganz individuell. Ja. Ja und dann individu äh, ist ein Unterschied zu individuell, personal, denn es das heißt nicht, dass sie sich dann nicht in Beziehung zu einer Gemeinschaft da einbringen. Da sogar altruistisch etwas machen. Also es ist nicht eine Vereinzelung, aber es ist ein, eine Person, die dann in Beziehung kommt zu den anderen, mhm. nachdem sie in Beziehung zu sich okay. gekommen ist. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, so das noch als Beisatz mit anzufügen. Ich habe unter diesen individuell eher so das verstanden, dass es nichts Vorgefertigtes gibt, dass es nicht irgendwas äh, unter Anführungszeichen Lösung X für äh, die gesamte Menschheit gibt. So kommt es hin zu diesem Wesentlichen, sondern dass es dann auch ganz, ganz individuell nach mir oder eben personell, wenn man so auch noch äh, ausholen wollen, so auf die einzelne Person dann drauf ankommt. Ja, genau. Dann haben wir eine schöne bunte Wiese mit vielen Blumen. Hättest du da vielleicht zum Abschluss noch, das ist so wie es vielleicht bei den wahlgesängen, wo man ein bisschen innehaltet und dann hinspürt. Ja, da finde ich, passt jetzt ganz gut, nachdem wir so uns unterhalten haben über Funktionieren, aber auch Person sein, wesentlich sein und äh, einer äh, Maßlosigkeit entgegenzutreten, begrenzen zu dürfen. Und da finde ich das von der Stefanie Werger so passend, die Helden sind müde geworden. Alle, die brutal viel geleistet haben, dürfen dann auch mal Stopp machen okay, das, das spielen wir gern als Lied ein, genau. Und so ein bisschen, also dieses Lied so quasi als wie so eine Übung auf den Text hören und sich ein bisschen zu überlegen. Wo sind meine Grenzen? Mut zu diesen Grenzen und sogar Helden werden müde. So also geil. ich bin deshalb kein Schwächling. Meine Damen und Herren, Sie hörten Der existierende Mensch, die heute, heutige 28. Sendung der Sendereihe. Jetzt. Bin ich gerade ein bisschen beim Schauen, wann so die nächste Sendung dann sein wird. Eigentlich wollte ich Ihnen da ein bisschen was vom Kongress einspielen. Jetzt bin ich gerade draufgekommen. Das geht ja dann noch gar nicht, weil wir hören uns wieder am 2. Oktober und der, das Herbstsymposium wird sein am 3. und 4. Oktober. Das heißt, am 2. Oktober kommt dann auch wieder ein interessantes Thema. Ich möchte es noch ein bisschen offen lassen um was es genau geht, wenn Sie sich informieren wollen, gehen Sie auf die Seite www.sin-los.de. Da werden Sie dann zeitgerecht entsprechende Informationen zur Sendung bekommen. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für das heutige Zuhören und wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend. Hilfe möchte ich Sie auch noch verabschieden. Ja, gerne. Also allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Abend noch oder Tag, je nachdem, wann sie die Sendung hören. Und ich hoffe, viel Freude mit den Gedanken und den Gefühlen. Auf Wiedersehen oder Wiederhören.